Wie weit wird der FC Schalke 04 international kommen, wenn sie mit dem jetzigen Kader spielen würden? Wahrscheinlich nicht so weit. Aber das probieren wir heute aus, und zwar in der Champions League, in der Europa League und in der Conference League. Natürlich müssen wir jetzt erstmal entscheiden, in welche Gruppe kommt denn der FC Schalke 04? Vor ein paar Jahren noch wirklich aktiv in der Champions League gespielt, sogar gegen Manchester City. Und jetzt in der zweiten Liga Richtung dritte Liga am Rumgurken. Wir lassen das Glücksrad entscheiden, in welche Gruppe Schalke kommt und gegen wen Schalke dementsprechend spielen wird. So, wir drehen jetzt das Rad und Schalke kommt in die Gruppe F. Und das ist die Gruppe mit Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Mailand und Newcastle. Schalke kommt direkt in die Todesgruppe. Und wir können das Video an der Stelle beenden, denn Schalke wird sofort rausfliegen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wen packen wir raus? Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Mailand oder Newcastle? Das lassen wir natürlich auch das Glücksrad entscheiden und ich würde sagen, spin the wheel. So, ich würde sagen, wir drehen das Rad und wer fliegt raus, wer fliegt raus, wer fliegt raus? Paris ist raus aus der Gruppe. Schalke wird Paris in der Gruppe ersetzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir spielen gegen Dortmund, beziehungsweise Schalke spielt gegen Dortmund, AC Mailand und Newcastle in der Gruppe F der Champions League. Derby, Derby! Bin ich mal gespannt. So, wir tauschen jetzt mal Paris gegen Schalke aus. So, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Zweite Bundesliga, der FC Schalke. Oh. Leider dürfen auch in FIFA nicht beide Mannschaften aus demselben Land in der gleichen Gruppe spielen. Das heißt, Paris hat sich eigentlich erledigt. Wir müssen Dortmund aus der Gruppe packen. Das heißt, Paris, Mailand, Newcastle und Schalke. Heide Witschka, das kann was werden, Junge. So, das heißt, wir ersetzen jetzt Dortmund gegen den FC Schalke 04. So, das ist die Gruppe Paris, Schalke, AC Mailand und Newcastle. Schreibt mir jetzt schon mal gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wie weit würde Schalke mit dem jetzigen Kader in der Champions League kommen. So, wir sind heiß, Schalke in der Champions League. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr schnelle Saison. Schalke wird schon locker als Vierter aus der Gruppe rausgehen, wenn was anderes passiert. Keine Ahnung, dann fress ich einen Besen oder so, was weiß ich. So, das erste Spiel ist gegen Paris Saint-Germain. Ich würde sagen, das wird ein knackiges 10:0 für Paris. Aber wir lassen uns überraschen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins erste Spiel. Wir spielen mit Kadermann und Lassmir vorne. Dahinter Drexler, Tempelmann und Schallenberg. Links haben wir Uvian. In der Mitte haben wir den Mürkin, den Kaminski, den Kalas, den Matrigiani und den Müller. Ich würde sagen, das stellen wir aber noch ein bisschen um, weil, also um Gottes Willen, ich weiß, dass du schon 10:0 verlieren wirst, aber dann bitte nicht mit der Mannschaft. Obwohl, habe ich spontan dagegen entschieden. Mannschaft passt so. Ich würde sagen, wir gehen ins erste Spiel und Schalke verliert mit 2:0. Schallenberg mit einer gelb-roten Karte hat sich anscheinend auf den Platz geboxt. Schalke verliert das erste Spiel in der Champions League gegen Paris mit 2:0. Hätte schon so mit einem 20:0 gerechnet. Aber es geht weiter und der nächste Gegner heißt, beziehungsweise wir gucken uns jetzt erstmal die Tabelle an. Und zwar Newcastle und AC Mailand haben jeweils unentschieden gespielt. Das heißt, wir haben noch gute Chancen aufs Weiterkommen. AC Mailand, Newcastle mit einem Punkt, Paris mit 3, wir auf Platz 4. Der nächste Gegner heißt AC Mailand. Und ich bin der Gespannte, was der ganze Schalke, eh? Hier glaube ich tatsächlich, dass wir gute Chancen haben. So, hier müssen wir ein bisschen was ändern, weil Schallenberg hat eine rote kassiert. Den tauschen wir aus und lassen Seguin spielen auf der 6. Und ich bin sehr gespannt. Nein, ich Idiot, Alter. Was ein Trottel ich bin, Digga. Ich drück auf Spiel, Mann. So, wir gehen jetzt zur Simulation und wie kann ich schnell Simulation machen? Wir springen zum Ergebnis und ich tippe, wir gewinnen mit einem 1:0. Aber wir schauen jetzt und es ist ein 2:2 gegen AC Mailand. Unser erster Punkt in der Todesgruppe gegen AC Mailand. Es sieht gut aus in der Gruppe. Wir haben eine realistische Chance auf Weiterkommen. Der FC Schalke 04 kann ins Achtelfinale ziehen. Paris selber mit einem 2:2. Das ist so geil.
So, das ist Stand der Tabelle. Paris mit 4 Punkten auf Platz 1. Dann haben wir Newcastle auf Platz 2 mit 2 Punkten. Danach AC Mailand mit 2 Punkten. Und danach der FC Schalke 04 mit einem Punkt. Das heißt, sollten wir das Spiel gegen Newcastle gewinnen, rutschen wir auf Platz 2, wenn AC Mailand verliert. Schallenberg ist wieder zurück von seiner roten Karte. Und jetzt geht es gegen Newcastle auswärts im St. James Park against Newcastle. Wir springen in die Schnellsimulation und Schalke verliert das Spiel mit 2:1 gegen Newcastle und muss hoffen, dass AC Mailand gegen Paris verloren hat, damit wir noch eine Chance auf Platz 3 haben. Aber auch hier wieder sehr knapp. Schalke mit dem 1:1 durch Lasme und dann in der 71. Minute durch Burn verliert Schalke das Spiel gegen Newcastle. Aber bis jetzt keine dicke Klatsche bekommen, obwohl wir gegen Newcastle, gegen AC Mailand und gegen Paris Saint-Germain gespielt haben. So, das ist die jetzige Tabelle. Paris immer noch auf Platz 1. Auf Platz 2 haben wir Newcastle United. Auf Platz 3 AC Mailand und auf Platz 4 den FC Schalke 04. Alles noch drin, die Rückrunde kommt. Und wenn wir da rasieren, dann heißt es Achtelfinale, ola ola. So, und es geht direkt wieder gegen Newcastle. Rückspiel, aber diesmal auf Schalke. Schalke mit kompletter Heimmannschaft. Die Fans sind da und das heißt, the victory has to come and we have to get the points. So, und Schalke macht ein 2:2 gegen Newcastle. Lasme trifft wieder und wir waren sogar kurzzeitig mit 2:1 am Führen. Das heißt, hätte Torgit das Tor nicht geschossen in der 86. Minute, hätten wir unseren ersten Sieg in der Gruppe gehabt. Jetzt müssen wir wirklich hoffen, dass AC Milan nicht gewonnen hat, damit wir immer noch realistische Chancen aufs Achtelfinale haben. So, hier sehen wir die Tabelle. Wie gesagt, Paris immer noch auf Platz 1, Newcastle auf Platz 2, AC Mailand Punkte gleich mit uns auf Platz 3. Und Schalke auf Platz 4. Und wenn wir jetzt gegen AC Mailand gewinnen und Paris gegen Newcastle gewinnt, könnten wir auf Punktegleichheit rutschen mit Newcastle und im nächsten Spiel mit etwas Glück sogar auf Platz 2 enden und damit das Achtelfinale erreichen. Ich bin gespannt. Wir gucken rein. Wir gehen gegen AC Mailand ins Spiel. Vamonos. Wir gehen rein in die Schnellsimulation und... Ah! Schalke verliert mit 3:1 gegen AC Mailand. Damit sind alle Champions League-Träume in die Mülltonne geplutscht, Junge. Auch Newcastle gewinnt gegen Paris. Das heißt, unsere Champions League-Träume sind ins Wasser gefallen. Und Schalke ist offiziell raus auf dem letzten Platz in der Champions League-Gruppenphase. Wer hätte es anders gedacht? Aber wir haben noch ein Spiel gegen Paris Saint-Germain. Da können wir nochmal allen beweisen, hey, nächstes Jahr kommen wir wieder zurück und holen uns den Pott. Und jetzt geht's ins Spiel gegen Paris. Yalla. Wir gehen rein in die Schnellsimulation und... auch eine knappe Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Schalke verliert mit 2:3 gegen Paris heim. War sogar kurzzeitig 1:0 in Führung. Hat dann nochmal das 2:2 durch Karaman gemacht. Aber Paris dann am Ende mit dem 3:2. Schalke fliegt raus aus der Champions League auf dem letzten Platz. Man muss aber sagen... In der Gruppe F, in der Todesgruppe, gut gekämpft, gegen Paris knappe Niederlagen geholt, sich generell keine dicken Klatschen abgeholt und dementsprechend war es eigentlich eine erfolgreiche Champions League-Saison für den Schalke 04, für den FC Schalke 04. So, und jetzt schauen wir uns an, wie weit würde Schalke in der Europa League kommen? Jalla! Und wie ich gerade rausgefunden habe, kann man in EA, Digga, FIFA 24, ich kann diese EAFC nicht aussprechen, in FIFA 24 keine Europa League spielen. Dementsprechend können wir nur schauen, wie weit würde Schalke in der Champions League kommen. Wir haben die Gewissheit und zwar Schalke würde Letzter werden, aber hätte sich gegen niemanden abschlachten lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob wir das Gleiche nochmal mit anderen Vereinen probieren sollen. Schreibt mir eure Ideen einfach gerne, wie gesagt, in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Yalla, Abfahrt!